Er ist einer der Hoffnungsträger von Deutschland. Aber wie würde seine Karriere aussehen, das finden wir heraus. Dafür spielt er auch bei der kommenden Saison weiterhin für Chelsea. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Mahrez, Benzema, Foden und Grealish. Und gewonnen hat Riyad Mahrez. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Manchester City of the Year, würde ich mal sagen. Wir kennen es aus der ersten Saison. In der Saison lief es ganz gut eigentlich. Vierter Platz hieß es am Ende. Man hat sich für die Champions League qualifiziert. Also alles geht in Ordnung. In den Pokalen konnte Chelsea dann absolut überzeugen. Und zwar im FA Cup konnte man im Finale City mit 2-0 schlagen. Und dann im Carabao Cup konnte man gegen Nottingham Forest auch noch das 2-1 machen. Und dadurch hat man zwei Pokale geholt. In der Champions League sah es auch lange sehr gut aus. Aber dann im Halbfinale hat man leider ganz knapp im Elfmeterschießen verloren gegen Juventus Turin. Und die haben dann aber auch im Finale gegen Real Madrid verloren. Kai Havertz konnte aber eine gute Saison spielen. 20 Tore und 9 Torvorlagen hat er erzielt und er ist hoch auf eine 85. Und auch für die zweite Saison bleibt er weiterhin bei Chelsea. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, aber dort hat sich auch nicht wirklich was verändert. Die Favoriten in diesem Jahr auf dem Ballon d'Or sind Neymar Jr., Griezmann, Dzeko und Luis Suarez. Und gewonnen hat Neymar. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, ohne Neymar komischerweise, dafür aber mit vielen Real Madrid-Spielern und ein paar Bayern-Spielern. Und auch in dieser Saison ist Chelsea ein weiteres Mal auf dem vierten Platz gelandet. Im FA Cup ist man leider in Runde 6 gegen Southampton ausgeschieden und am Ende konnte Wolves den Cup gewinnen. In der Champions League hat es diesmal nur fürs Viertelfinale gereicht, denn dort war gegen Sporting Schluss und am Ende hat Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Individuell konnte Havertz aber absolut überzeugen wieder diese Saison. 27 Tore, 11 Torvorlagen lassen sich sehen und er ist hoch auf eine 92. Und da Bayer Leverkusen momentan in der Bundesliga sehr gut abschneidet, haben sie sich entschieden, Kai Havertz wieder zurückzuholen. Hier im Hintergrund sehen wir auch das aktuelle Team von Bayer Leverkusen, was sich auf jeden Fall richtig gut sehen lässt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Phil Foden, Neymar Junior und Valverde. Und gewonnen hat Phil Foden. Hier im Hintergrund sehen wir auch noch das Team of the Year. In der Bundesliga konnte Leverkusen ebenfalls gut abschneiden, zwar 7 Punkte hinter Bayern München, aber zweiter Platz lässt sich doch sehen. Im DFB-Pokal sah es aber alles andere als gut aus. Dort ist man direkt gegen Halle im Elfmeterschießen rausgeflogen und am Ende hat Union Berlin den DFB-Pokal gewonnen. In der Champions League ist man im Achtelfinale rausgeflogen gegen Juventus Turin und am Ende hat Bayern München die Champions League gewonnen. Kai Havertz konnte eine erste sehr gute Saison bei seinem Jugendclub absolvieren. 22 Tore und 7 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 94. Und selbstverständlich bleibt Kai Havertz eine weitere Saison bei Bayer Leverkusen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, an dem sich aber auch nicht wirklich was verändert hat. Und in diesem Jahr gehörte Kai Havertz das erste Mal sogar zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Mohamed Salah, Tammy Abraham und Phil Foden. Etwas überraschend, aber Kai Havertz hat einfach seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewonnen. Glückwunsch. Und hier sehen wir natürlich im Hintergrund auch noch das Team des Jahres. Havertz natürlich auch mit dabei. Und in der Bundesliga konnte Leverkusen zeigen, was in der Mannschaft steckt. Mit einem 4-Punkte-Vorsprung hat man den Meister Titel geholt. Im DFB-Pokal war aber im Viertelfinale gegen Greuther Fürth Schluss und am Ende hat Bayern München den Pokal gewonnen. In der Champions League ist man ebenfalls im Viertelfinale gegen eine deutsche Mannschaft gescheitert und zwar diesmal war es VfL Wolfsburg und die konnten am Ende sogar die Champions League gewinnen. Havertz hat wieder eine gute Saison gespielt, 24 Tore, 4 Torvorlagen gehen auf sein Konto, der ist hoch einfach auf eine 99. Und auch für die nächste Saison bleibt Kai Havertz bei Leverkusen, denn sein Ziel, die Champions League zu gewinnen mit seinem Jugendclub, ist noch nicht erreicht. Und nach wie vor ist Leverkusens Team eingespielt und es hat sich nicht wirklich was verändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Kai Havertz ein weiteres Mal und dann seine Teamkollegen Federico Chiesa, Moussa Diaby und Phil Foden. Und ein weiteres Mal konnte Kai Havertz den Ballon d'Or gewinnen, also Titel Nummer 2. Und hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, natürlich auch mit Kai Havertz. In der Bundesliga war Leverkusen mal wieder richtig souverän unterwegs und das hieß natürlich dann am Ende den Meistertitel. Im DFB-Pokal lief es aber überhaupt nicht gut, dort ist man direkt rausgeflogen gegen Hansa Rostock und am Ende hat Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen. Dafür lief es in der Champions League, würde ich mal sagen. 3-1-Sieg gegen Tottenham hat dann den Champions League-Titel für Kai Havertz bedeutet. Und auch in dieser Saison hat Kai Havertz wieder überragend gespielt. 24 Tore, 10 Torvorlagen hat er erzielt und er bleibt weiterhin auf einer 99. Und auch in der sechsten Saison bleibt Kai Havertz weiterhin bei Leverkusen. An dem Team hat sich auch nicht wirklich was verändert. Auch in diesem Jahr gehörte Kai Havertz wieder einmal zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vinicius Junior, Chiesa und Diaby. Und Kai Havertz konnte das dritte Mal in Folge den Ballon d'Or-Titel gewinnen. Und ich würde sagen, das Team of the Year lässt sich doch sehen oder Bayer Leverkusen of the Year. Und in der Bundesliga konnte Leverkusen absolut überragen und zwar mit einem richtig deutlichen Punktevorsprung konnte man sich ein weiteres Mal den Ligatitel sichern. Und auch im DFB
DFB-Pokal lief es wieder mal richtig gut im Gegensatz zu den Jahren davor. Und zwar 1-0-Sieg gegen Köln hat den DFB-Pokal nach Leverkusen geholt. Und lange war der Trippeltraum am Leben, aber im Halbfinale der Champions League war dann gegen Inter Mailand Schluss und am Ende hat Juventus Turin die Champions League gewonnen. Kai Havertz hat wieder mal eine bärenstarke Saison gespielt, 31 Tore, 16 Torvorlagen und er bleibt weiterhin auf einer 99. Und für die letzte Saison dieser Karrieresimulation brauchte Kai Havertz eine neue Herausforderung und ist deswegen nach Juventus Turin gewechselt. Hier sehen wir auch noch das kranke Team von Juventus Turin. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Ferran Torres, Federico Chiesa, Moussa Diaby und David Núñez. Und gewonnen hat Federico Chiesa. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, aber ohne ihn wieder. Und in der ersten Saison von Kai Havertz bei Juventus Turin konnte man auch mit großem Vorsprung und zwar 22 Punkten die Meisterschaft holen. Und auch im italienischen Pokal hatte Inter Mailand das Nachsehen. Und zwar konnte Juventus Turin 3-1 im Finale gewinnen. Und in der Champions League ist man dann ärgerlicherweise gegen den Ex-Club von Kai Havertz und zwar Leverkusen rausgeflogen, die dann am Ende auch noch die Champions League gewinnen konnten. Lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in Zukunft nicht mehr zu verpassen und schaut euch gerne die vorherigen an.